Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im LS17. Hier läuft hier, ne? Ja, ich hoffe, es läuft hier. Weiß ich noch nicht. Wir müssen jetzt sehen, dass der erstmal wieder abgetankt wird. Dann können wir den Drescher wieder einstellen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen entschieden. Uwe hat gesagt, ich würde gerne jeden Tag Matchmap sehen. Ich werde mal versuchen, dass ich jeden Tag Matchmap hinkriege, Uwe. Ja. Ich versuche das mal und dieses Projekt machen wir morgens um 7:30. Und das versuche ich auch jeden Tag hinzukriegen. Wenn das dann zu viel wird, muss leider mal eine Folge ausfallen. Ansonsten versuche ich das hinzukriegen, ne? Dass ich wieder irgendwie Kasala kriegen. Und hier mache ich die Folgen halt länger, damit wir auch was schaffen. Ich denke so 20 bis halbe Stunde, ne? So ist mein Plan dahinter, weil ich in diesem Projekt eigentlich echt mal alles zeigen möchte. Ich mache das eigentlich sonst nicht. Meist mache ich die Arbeiten dann noch zwischendurch fertig oder dies und das noch. Und ich habe mir gedacht, in diesem Projekt können wir das mal so machen, dass wir wirklich alles zeigen. Ich finde, das hat die Marsch verdient. Wir arbeiten ja hier mit CP. AD, LS17, das steige ich nicht hinter, bin ich ganz ehrlich. Obwohl, ich habe mich da auch noch nicht so viel mit beschäftigt, aber... Da fährt wieder los. Ich bin da ja auch ganz ehrlich, ich habe mich da echt noch nicht so viel mit beschäftigt. Das habe ich abgeladen gekriegt, ne? Wenn du die Taste Z drückst, dann lädt auch der Wagen ab, ne? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Mit dem Wagen haben wir ja Malesse, ne? Können wir nicht mit vorn. Du wirst erstmal abgehangen. Mit dem fahren wir zum Händler. Holen die Presse. Sehen zu, dass wir schon mal ein bisschen Stroh gepresst kriegen. Dünger soll die Flüssigdüngerproduktion und Saatgut herstellen. Mit dem Weizen möchte ich gerne Saatgut herstellen. Ja. Und Flüssigdünger. Da müssen wir halt sehen, ja, wir brauchen noch eine Dieselfass und ein Wasserfass und dann sind unsere Kohlen alle. Was wahrscheinlich nicht so günstig ist. Aber wir können den Komposter betreiben. Wir können dies machen. Wir können die Mehlfabrik, glaube ich, auch schon betreiben. Ja, jetzt rollt die Studie durchgegangen. Was ist das denn für ein Gejappe? So ist der Plan. Wir gucken uns das gleich eben an. Aber wenn ich das richtig gesehen hatte, kann ich die Mähproduktion ohne Lehrpalette laufen lassen, da wir Gerste haben. Wozu mir das? Wir müssen nachher nur eben die Wagen umhängen. Weil wegen ja unser Hyundai hat ein bisschen Malesse, ne? Mit dem Wagen. Ja, so, wir gucken uns das gleich eben an, Mehlproduktion. Wir haben nämlich ein Feld Gerste, wenn wir da direkt Mehl machen können, dann muckt wieder. Dann fackeln wir da gar nicht erst lange rum. Sondern machen das direkt, fangen wir eben kurz an. Lass uns mal eben gucken. Also Dieselproduktion, das läuft, ne? Da sind wir... Ne, Dieselproduktion, das läuft. Guck, da kriegen wir schon Diesel. Ja, guck, Diesel, Kompost haben wir ja schon. Das läuft. Die Holzverarbeitung läuft, die Mehlfabrik. Ist, glaube ich, hier, ne? Ne, das ist die Bäckerei. Wir suchen. So, wenn ich das nämlich richtig gesehen habe, kommt hier nämlich keine Leerpalette hin. Dann... Mach mal das Fenster hier an. Guck, keine Leerpalette. Gut. Kommt die Gäste hin? Ja, Geste, guck, das fahren wir dann nämlich direkt hier hin, wenn wir das abdreschen. Dann läuft das. Das läuft, das läuft. Komposter war... Hier hinten, wo wir fahren, hier... Ne, wir fahren... Die Straße, hier muss der Komposter sein. Suchen. Da braucht kein Diesel rein, den können wir auch anschmeißen. Kriegen wir Kohle. Ja,
Ja, so ist der Plan. So, wir müssen aber eben noch mal bei der Kotte rein. Das müssen wir kaufen. Ich hätte gerne Agri. Kaufen, ja. Und wir kaufen das erst. Das reicht. Kaufen. So, mehr ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht drin, ne? Wir könnten uns das mal mieten. Kann die Schwatterplage? Ne, die kann keine Schwatterplage, aber es ist einfacher mit CP. Dann mieten wir uns da so eine Schose, dass wir Silageballen herstellen können. Da können wir dann ja Geld mit verdienen. Würde ich jetzt erstmal so machen. Wenn wir das alles erreicht haben, haben wir, glaube ich, eine ganze Menge geschafft. Wir müssen auch unsere Felder jetzt noch ansehen, deswegen erstmal gar nicht mehr so viel Geld ausgeben. Wir haben ein Dieselfass, wir haben ein Wasserfass. Wir können dann Flüssigdünger anschmeißen, da muss auch Dünger rein. Also wir haben noch gar keine Palettengabel 500, also müssen wir gleich noch ran organisieren. Holzverarbeitung läuft. So, bevor wir das noch nicht vergessen. Eben Palettengabel schon noch kaufen, ne? Weidemann sitzt nicht drin. Nee, das geht nicht. Sonst hätte ich ja gesagt, wir kaufen noch ein, ich habe den Tatra mit reingenommen, ne? Das hatte ich gemacht. Sag mal, wo ist denn jetzt der Frontlader? Bin ich denn jetzt da? Wir kaufen ihm noch eine Palettengabel. Wenn es geht in Gelb, dann sieht man das auch. Kaufen die, ja. So, mehr Geld geben wir jetzt erstmal nicht aus. Wir müssen wirtschaften und arbeiten. Abflug. Bild hat auch Vorteile. So, Apfel. Wir wollen was schaffen. Ja, ich würde auch gerne was schaffen. Ja, vielleicht zwei Folgen heute wäre ganz gut. Würde mich darüber freuen, wenn das fertig wäre. Dann bin ich jetzt mal wieder ganz gut im Schnitt, aber hab wieder den ganzen Nachmittag rumgedattelt. Läuft bei Svenny. Jedes Mal sagt er, nee, ich mache heute nicht so viel. Es macht halt Spaß. Wisst ihr, und das ist das Wichtigste. Es kommt nicht auf die Abonnentenanzahl an, es kommt nicht hier drauf an, es kommt nicht da drauf an. Es kommt darauf, dass es Spaß macht, einen selber Spaß macht und dass es auch einige Leute gibt, die da auch Spaß dran haben. Das finde ich zählt viel mehr. So, ich muss jetzt 145.000 Beispiel jetzt, ne? 145.000 Abonnenten haben und muss das und das machen. Nee, das werdet ihr bei mir nicht erleben. Möchte ich auch kaum. Ich möchte Spaß am Spielen haben, klar, nehme ich dabei Videos auf, mache ich immer. Hat sich auch bei mir so eingebürgert und das ist das Wichtigste. Deswegen bin ich auch jemand, der immer das Spiel, wo er Spaß dran hat. Bin ja ganz ehrlich. Jetzt nur was spielen, damit ich Klicks und Abonnenten kriege. Nee, das werdet ihr nicht erleben. Dann habe ich damit keinen Spaß dran. Bin ja ganz ehrlich. Nee, das will ich auch nicht. Ich muss das Spaß im Spiel haben und nicht andere. Finde ich persönlich ist wichtig. Oder? Ja, sicher. Zumindest meine Defense. So, ich brauche den Fendt gleich, ne? Dann kommt dieser jetzt im Wagen, aber der ist so langsam. Wenn wir ein billiges hier runterladen, obwohl dann kann der fliegen, ne? Schmeißen wir eben einmal Dünger drauf. Und dann kann der fliegen. Aber wir brauchen nicht. Wir haben nur eine Düngerstufe an, ne? Weil wir fliegen an haben. Könnten wir. Wir müssen schon wieder einen Drescher abtunken. Dazu nichts. Dann müssen wir den losschicken. Drescher muss rein. Damit wir Mehl produzieren können. Gäste und so, weißt du?
Menschen bringen. Wir fliegen mit CP nach später. Hier müssen wir, glaube ich, noch ein Gewicht für kaufen, ne? Oh, und guck mal, die Pellen da drauf. Twins. Zwillingsbruder. Diesel werden wir auch nicht verkaufen, den werden wir behalten. Wenn ich mir dann überlegt habe, da könnten wir zur Not oben den Krabbenfischer in den Schloch nehmen. Ne? Paletten werden ja irgendwann auch mal an Stunde kommen. Und dann passt das. Dieser Ruf ist mir gleich. Hof, Raffinerie. Ich könnte jetzt natürlich das Essenzilo einlagern, ne? Also, nee, wir bringen das immer sofort weg, dann ist das ein Abwasch. Oder wir bauen nicht so viel rein, ne? Das ist wahrscheinlich kein Normal. Ich glaube, da müssen wir selber fahren. Abfahrt! Genialometer 5000. Eigentlich wollte ich den ja verkaufen, aber das geht nicht bis. Oder wir kaufen den Optum. Nee, lass mal erst. Dieser, glaube ich, ein bisschen mehr Pfeffer unter der Haube. Ne? Voll ist schon in Nisse zu schwimmen. Gut zu wissen. Gut, das läuft. Gas geben mit dem Fettifiet, ne? Wir müssten den Leute auch mal wieder zum Armee, da müssen wir wahrscheinlich zwei, drei Bäume mehr rein. Weil ich muss eh noch zum Hof. Weil die Paletten da, die haben die Tüte nicht hin. Und ich würde die schon mal ganz gerne fertig haben. Zumindest gepresst. Weil dann kann der nämlich Flug untergehen. Dann kann der ja wahrscheinlich schon auf die Rapsecke. Dann sehen wir zu, dass wir den Dünger da reinkriegen, mit dem Wagen Getreide und vorn, Seitenbier schon. Brauchen wir doch. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, dass wir den ganzen Weizen in die Seitenproduktion reinfahren. Die Gerste kommt in die Mehlfabrik. Haben wir einigermaßen klar. Wenn wir den Schwert mit einer Weile. Also bin ich auch nur wegen. Bitte? Gut, das hilft. Hey, ist besser wie auf der Westerwarde. Der Westerwarde kriegst du mein Herz im Fett. Kompost können wir auch zur Not zum Düngen nehmen, aber den wird wahrscheinlich für die Gemüseproduktion dann erstmal so ein bisschen
Dann fahren wir den da oben hin, weil die brauchst du ja, um Stahl und so zu produzieren. Richtig, richtig. Ne? Da gibt es doch dann Geldkassetten, oder? Obwohl. Deswegen muss man das aussehen, dass das ein bisschen ziemlich zeitig am Toch kommt. Dass wir uns gar nicht hier mit diesem Bummel-Dingsbums aufhalten. Felder ist natürlich auch echt ein Riesenthema. Aber ich glaube, wir werden hier nicht so groß wie ein 22er. Das sage ich jetzt schon. Das schaffen wir gar nicht zu bewirtschaften. Nee, das schaffst du glaube ich nicht. Dann müsstest du wirklich Autodreifen, CP, beherrschen wie sonst was. Mit diesen Kursen, dass sie abfahren und hier und da. Weiß ich nicht. Das ist nicht so meine Welt. Dann musst du mit diesen Dingern hier arbeiten. Das ist hier irgendwie... Warte, Zeit. Zeig doch mal an hier. Abfahrer beladen. Startpunkt. Abtanken und abfahren. Da musst du damit arbeiten, ne? Und das finde ich jetzt nicht so einfach. Habe ich mich noch nicht reingefuchst, bin ich ganz ehrlich. So, wir müssen schon wieder rücken. Wie ist irgendwie Gang zu einfach? Das ist ja die Limitation. Dann nehmen wir. Hier müssen wir nicht mehr da. Hier müssen wir Abfahrer entlassen. Die Waage, die ist echt riesig. Kann man die nicht kleiner machen? Die machen wir kurz raus. Raffineriehof. So, ist eigentlich Zoll schon mal drin. Dass das arbeiten kann, ne? Okay. Die Speise, die wollen wir noch nicht machen. Da haben wir noch keine Zeit für. Wo gibt es Schubpakete? Nur eine. Wir müssen die Strohpresse. Schicker und dass wir das jetzt nicht auf die Wand schon wieder fahren können. Ich will aber auch jetzt nicht das ganze Geld auf den Kopf haben. Ich bin ganz ehrlich. Das ist mir ein bisschen zu schade. Ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Und wenn die Mähtechnik oder so mal mieten, ne? Puh. Ja, wenn wir mal machen müssen, ne? Wenn wir dann direkt eine Riesenwiese nehmen und dann damit der Silage auch nicht toll ist für die. Aber zeitlang rein auf den Dampf, ne? Nicht so einfach, nicht so einfach. So. Komm, wir nicht laut. Erste Fläche abgefrühstückt. Was das jetzt hier so wollen vorne, ne? Dann haben wir gleich einen kleinen Dorz wieder. Mit ihrer Seite. Vorwärts gegangen, ich muss ein Gas gegeben.
Sollen wir die mit der Hand drüber tragen? Dann können wir ihn besser umfangen. Dann machen wir ihn ausnahmsweise. Weil wir es können. Oh, die ist ja günstig. Guck mal. Sag mal, willst du mich gerade verhungern, den People? Die spacken aber gerade ein bisschen rum, ne? Jetzt gehen die da so nicht rein, oder was? Schickifani. Dann machen wir das eben fix anders. Nee, du brauchst keinen Kuss mehr. Und das müsste doch gehen, oder? Ja. Nicht so an Lenkrad rumreißen, beim rückwärts schieben, dann klappt das einigermaßen, ne? Entschuldigung. Entschuldigense. War nicht so gemeint. So, Saatgut ist hier, ne? Dann müssen wir hier irgendwo Dünger anfangen. Hier kommt, glaube ich, Saatgut raus. Das war hier Dünger anfangen, ne? Ach, da ist Saatgut platziert. Ja, jetzt finde ich, wo fährst du denn? Hier müssen wir noch die hin. Das ist Weizen. Hier kommt Dünger hin. Machen wir eben I. So, dann holen wir eben Weizen aus dem Silo. Oh, guck mal, wie der sich in den Sitz drückt hier. Gar nicht. Ja, warte mal. Der hängt. Oh! Hängt aber auch gleich eben um. Der geht ja gar. Doch, ich wollte die Ballen noch von Fläche haben. Wir füllen alles um. Shit drop. Dann haben wir da nämlich erstmal Ruhe. Und können ordentlich Saatgut produzieren, ne? Ja, so machen, ja, so machen wir das. Wir haben Drescher eben. Ne, dann packen wir den Restdünger eben in eine Düngerproduktion. Ganz gut. Hier in die Flüssigdüngerproduktion, dann nehmen wir das Wasser fest. Produzieren schon mal Flüssigdünger. Ja. Und wie schicki fein hier ein Stissel, würde ich mal sagen. Ne? Ne? Ich glaube wohl. Dann kommen wir endlich in die Wanne runter. Und dann ist hier eben fix. Jetzt gleich. Langsam. Halt an. Mach I. Hier soll ordentlich Saatgut rauskommen. Und wir brauchen es. Weil da geht ordentlich was drauf. So, komm. Und der Wurm in der Nähe. Shit drauf. Da kann ich nämlich doch mal einen Ball von der Fläche holen. Ja, machen wir auch. Aber stopp. Ich muss ja eben hier noch den einen wegholen.
Kipp mir die Schuhe da rein. Läuft. Nehmen den Wagen hier hinter. Dann stellen wir ihn hier an die Seite. Mann, Mix ist fertig, Mann. Kontoband? Nee, ne? Kannst du mal blinken? Er ist jetzt nicht der schnellste, aber es geht jetzt. Das war nicht so teuer. Dann mieten wir uns eine Mähkombi für. So ein bisschen mit Sinage wollen Geld verdienen jetzt mal am Anfang, ne? Ja, jawohl, ne? Oder? Svenny! Sprechen wir vernünftig Deutsch. Wie kann der Neuner hier auch fliegen? Der ist taktisch klüger. Moin. Nein, ist schon echt prima. Wo sind wir hier? Was will ich denn hingestellt? Fährst du mich mal aus der Frucht? Okay. Schönes Bild, ne? Ah, jetzt hat er auch bald fertig. Ne? Mutti. Mal fährt man nicht durch die Frucht, ja, aber wir haben eine. Man muss auch mal ein bisschen durch die Frucht fahren. Du kannst ja auch noch mal hier so den Bestand begutachten, ja, alles ganz tutti, weißt du. Du machst dich die Schuhe nicht dreckig. Und den hier an der Seite stellen. Sag mal, wir haben Shopper Straw drin, ne? Ich glaube, wir brauchen noch nicht mehr Dünn. Wie läuft jetzt mal, ne? Den wollten wir. Hoffentlich macht der jetzt nicht wieder so eine Menace der Woche, ne? Weil LKW können wir uns noch nicht leisten. So, ich muss. Ich muss erstmal wechseln, was? Nee, wir wollten. Y ist das, ne? Vorderbau. Dann schalten wir X, ne? Ja. Wie lädt ihr die jetzt? Ja, guck mal, tüftel, tüftel. Na dann, oh, oh, das ist schon wieder. So lange spielen wir da noch rum. Zucken, ob wir nie was anderes gemacht hätten. Ne? Die zwei da mitnehmen? Dieses F1-Fenster, ne? Das, nee,
Dann nehmen wir noch mehr, habe ich die Konten. Sven, ey. Ich glaube, du solltest aufhören. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.